So, Freunde, weiter geht die ganze Angelegenheit hier. Ich weiß jetzt nur nicht, irgendwie wundert mich das ein wenig, dass das Mikrofon verstellt ist. Egal, was soll's. Euch fliegen die Ohren weg. Okay, weiter geht's. Wir sind hier unten in Level 12 mittlerweile angekommen. Ich habe schon wieder vergessen zu gucken. Wo, bis wann und so, ne? Schade eigentlich. Okay, ah! Das ist aber gar nicht nett. Das ist jetzt, damit habe ich irgendwie ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass die Viecher hier unten so abgehen. Das überrascht mich doch ein wenig sehr. Ah, da gibt's ja noch mehr davon. Ja, das hat sich ja richtig. Moment. Also, wir wollen es ja nicht. Ne? Ich möchte dann schon was Gescheites draus machen. Und da hinten auch noch. So. Da. So. Den geschluckt und den geschluckt. Das dürften nicht alle gewesen sein. Schade. Und die dann noch, bitte. Sehr gnädig. Und dann hätte ich gerne die gute Frau gekillt, den Succubus. Scroll of Teleport. Wieso müssen wir uns eigentlich schon wieder so dermaßen hier unten kaputt hauen? Wir sind kaum hier drinnen im Spiel. Und da wollen die uns schon wieder abmurksen. Das ist echt nicht nett. Also Gastfreundschaft geht anders. Sie geht auch anders in anderen Ländern. Es das heißt zwar andere Länder, andere Sitten, aber es geht auch freundlicher. Das wollte ich an dieser Stelle mal erwähnt haben. Denn das hier ist ja. Was war das eben? Potion of Mana. Cool. Wo kam der her? Nehmen wir mit. Okay. Wir haben auf jeden Fall den Abstieg zum nächsten Level gefunden. Ging ja schnell. Ich weiß nicht, irgendwo muss doch da ein Haken an der Sache sein. Ich speichere mal kurz an der Stelle hier. Da geht's schon runter zu Level 13. Ja! Träumt weiter, Leute. So, ihr könnt mal schön alle nach hier vorne kommen. Kann mir mal kurz einer erklären, wieso das wieder nicht funktioniert hat mit dem Spell? Ah! Okay. Da rufe ich wohl alle Spells auf. Scroll of Golem, die brauchen wir jetzt noch nicht. Na gut, nein, ich will nicht runter in Level 13. So, einmal hier reinlatschen, einmal wieder rauslatschen. Damit wir möglichst alle hier hinten reinkriegen und dann. Okay, wir haben irgendwas getroffen. Moment. Wo ist denn der schlaue Zettel? Ich weiß nämlich schon gar nicht mehr, wie ich. Ach, das hatte ich ja gesagt, das mache ich nicht mehr so. Okay, dann hoffen wir mal, dass wir jetzt nicht platt gemacht werden. 1, 2. Geschicklichkeit brauchen wir so nicht mehr. Ein wenig Leben wäre, glaube ich, nicht übel. Vitality. Ich weiß jetzt aber gar nicht, wie sich der Schaden widerspiegelt. Ich glaube, wir geben nochmal 1 auf Stärke. 1 auf Vitality. Ja, komm, geben wir 2 auf Vitality. Haben wir 95 Leben, dann passt die Sache wieder. Safe. Okay, nein, ich will nicht runter. Da ist einiges draufgegangen. Schön. Da bist also du, mein Dickerchen. Du speist. Na super. Wieso speist du Feuer? Muss das sein? Gut, ah, da ist ja noch einer. Gehst du Pfui, gehst du Pfui, gehst du Pfui, gehst du Pfui, geh drauf. So, und jetzt auf die anderen bitte noch. Treffer versenkt. Ja, das war jetzt zwar ein bisschen dumm, aber egal. Scroll of Teleport. Was auch immer wir damit anfangen sollen. Ich fange wieder an zu safe-staten. Ich weiß. Wow, alter Vater. Jetzt fliegen mir ne doch ein wenig die Ohren weg. Ah, da geht. Oh, Jesus. Leute, habt ihr da irgendwie Freibier oder habt ihr da irgendwas? Ups. Das war jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu viel auf einmal getrunken. Ich wieder mit meinen Wurstfingern.
Gut, 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 gut. Was kann man denn? Ich hab Angst. Ich will nicht sterben. Nochmal safen. Da war noch Gold. Okay. Ach, Hallöchen. Ach so, da ist gar nichts mehr weiter drin. Eine Scroll of Town Portal. Na gut, nehmen wir mit. Okay, was gibt's hier hinten noch? Hier gibt's, ja, ein Tor, um... Ach, du lieber Gott! Das sind definitiv zu viele. Das wird einiges an Mana verbrauchen. Gut, aber unsere EP dürften dadurch doch ein wenig in die Höhe schnellen. So, eine Axt. Noch Gold. Und ziemlich wenig Mana, wenn ich das mal so sagen darf. Nochmal speichern. Nein, down zu Level 13 wollen wir immer noch nicht. Ach, da existieren ja noch welche. Schön zu wissen. Oha. Und du bitte noch. So, und den da noch getrunken. Okay, ich glaube, wir müssen bald hoch. Weil sonst die Tränke ausgehen. Na gut, ich möchte noch holen, was zu holen ist. Wir haben doch noch einiges hier unten weggemetzelt, bevor wir... Na, sagen wir mal, wieder eines fast Todes gestorben sind. Ach, du lieber Gott. Ach, da drüben geht's lang. Okay, dann warten wir mal. Wie locken wir den denn jetzt bitte hier lang? Da ist der gute Mann. Wow, One-Hit. Ach, da ist noch einer. Okay, nicht im Entfernen. Ja, komm, geh doch, geh du. Gehst du drauf, du Mist? Ausweichen gilt nicht. Dankeschön. Sehr freundlich. Okay, safe. Die letzten zwei Mana-Tränke. Schöne... Ach, du liebe... Nee, Leute. Load. Wenn wir schon dabei sind, ja, also dann möchte ich das auch bitte... möglichst... Ach, da liegen hier noch ein Haufen Tränke. Ach, das war keine gute Idee. Das war bei weitem keine gute Idee. Das war echt bei weitem keine gute Idee. Ja. Ich fange wieder an zu schweigen. Das ist wieder die pure Konzentration, hier nicht drauf zu gehen. Also das könnte echt noch ein lustiges Erlebnis werden, wenn wir zusammen einen Shooter zocken werden. Könnte interessant ausgehen. Gut, speichern wir erstmal. So, buy items, nee, Moment, zuerst sell items. Scroll of Teleport, für was brauchen wir die? Und Potion of Healing brauchen wir auch nicht. Buy items. Nehmen wir erstmal ein paar mit, also so ein paar, ne? So, ich weiß zwar nicht, wie viel das jetzt waren. Das könnte unter Umständen wieder ein Stückchen für da unten lang. Ups, das war die falsche Taste. So, bei Items nehmen wir noch zwei Potions auf Mana mehr mit. Dann haben wir die drei wieder voll. Und hoffentlich bringt die Axt noch ein bisschen was ein, denn ich hätte gern wieder ein bisschen mehr Kohle auf Tasche. Dass wir nicht so nah am Hungertod wandeln. Das ist nämlich nicht nett. Also ich verstehe es nicht, wie mein Großvater damals, wie wir das gespielt haben, beziehungsweise wie er das damals gespielt hat und ich habe halt neben dran gesessen. Wer kennt das Spiel nicht? Also, ach, ich rede wieder zu viel Unsinn. Na, da werden wir mal nicht viel mit rumkriegen an Kohle. So war ich. Ach genau, Griswold's Edge. Stimmt, die hat er damals immer verkauft.
Aber nichtsdestotrotz, der hat einen Haufen Kohle gehabt, der gute Mann. So. Ich bin gleich wieder da. Bis gleich. So, Freunde. Da sind wir wieder. Ja. Ich habe mich jetzt mal kurz nebenbei ein wenig schlau gemacht bezüglich diverse Quests, da wir eigentlich ursprünglich schlau gemacht, wie viele Level das denn noch sind. Und es sind nur noch drei, wir sind schon in Level 13, also drei Level, wir haben, Moment, welches Level haben wir? 19. Ich glaube, wir werden Diablo so nicht schaffen. Weiterhin bin ich darauf gestoßen, dass es wohl möglich ist, Geld zu duplizieren. Ich werde mich mal in einem externen, also in einem anderen Spielstand darüber schlau machen, wie das denn funktioniert. Aber ich habe es ehrlich gesagt hier nicht vor. Das nur mit eurem Einverständnis. Und zum Letzten bin ich darauf gestoßen. What the hell? Wir haben Quests übersehen. Aber wie? Also wir haben auf jeden Fall zwei Quests übersehen. Das mit dem Poisoned Water Supply, das habe ich jetzt glaube ich oft genug erzählt, dass es eine Entweder-Oder-Quest ist. Entweder Poisoned Water Supply oder The Curse of King Deoric. Also die beiden Möglichkeiten, also entweder das eine oder das andere. Ist wohl per Zufall entschieden. Jetzt ist allerdings... Hier haben wir in den Katakomben Halls of the Blind vergessen. Das kommt vor der Quest Zaren the Mad. Und wir haben in den Höhlen den Black Mushroom vergessen. Vielleicht kommt der uns noch entgegen, aber das glaube ich eigentlich nicht. Weil der müsste uns dann schon auf Ebene 9 begegnet sein. Also ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in Richtung Ebene 7. Wobei wir eigentlich im Allgemeinen sowieso erstmal hier die ganzen Leute noch platt machen müssen. Ich glaube, das ist ja wohl das Mindeste, dass wir uns jetzt die Kollegen da alle noch holen. Wow, wir haben 17.000 Gold. Cool. Okay, Nein, wir reden heute nicht mit Kühen. Keine Angst. Wir müssen... Das ist in den Katakomben, glaube ich. Safe Game. So, jetzt weiß ich wieder nicht, ob ich die Aufnahmetaste gedrückt habe, ich Idiot. Ich sag mal nochmal, bis gleich. Ja, und wieder das Tristram-Theme von vorne. Ja, ich hatte sie gedrückt. Wie soll es auch anders sein? Es regt... Das ist... Ah! Da kriegt man Aggression. Okay, dann würde ich sagen, wo ist das da? Zuerst den Mana-Shield-Spell. Weil ich glaube, der hat Vorrang. So, wir gehen jetzt erstmal hier runter. Ich bin mir nicht sicher, ob wir auf der Ebene jemanden vergessen haben. Ich muss sagen, ich bin mir an der Stelle echt nicht mehr sicher. Das ist Level 5. Ich glaube aber schon. Zur Not finden wir wahrscheinlich noch ein paar Gegenstände, die wir auch gerne mal wieder mitnehmen können. So. Ay caramba. Jetzt hab ich mich aber verjagt. Rex. Genau, sowas meinte ich nämlich. Ich hoffe mal, das Telefon ist jetzt nicht für mich. Sonst muss ich die Aufnahme wieder unterbrechen. Und mein Aggressionspegel steigt schon wieder ins... Naja, sagen wir mal nahezu immense. Nein. Kleiner Scherz am Rande. Wir müssen jetzt hier lang. Genau. So, und hier speichere ich jetzt nochmal, denn ich weiß nicht, wo dieses dämliche Vieh schockt. Denn das ist genau, das ist die Ebene von Foulwing. Das war Foulwing. Nein, also mal ganz ehrlich, das kriegen wir auch mit weniger Energie hin. So, wo bist du, Foulwing?